Kentucky Fried Chicken. Jährlich sterben unzählige an den Folgen von Fastfood. Trotzdem werden laufend neue Läden eröffnet und im Jahr 2022 gab es einfach mal insgesamt 200.000 in den USA. Trotzdem ist Fastfood bei sehr vielen noch immer fester Bestandteil der Ernährung. Das bin ich, 18 Jahre und seit nun mehr als 3 Jahren fitnessbegeistert. Da bei mir Ernährung eine große Rolle spielt, ist Fastfood bei mir auf jeden Fall nichts Alltägliches. Aber heute ändert sich das. Ich teste heute die 5 meistbesuchtesten Fastfood-Läden in den USA. Und wir starten jetzt mit der 5 meistbesuchtesten und arbeiten uns vor bis zur meistbesuchtesten. Gestartet wird mit Platz Nummer 5 und das ist Chick-fil-A. Chick-fil-A, gegründet 1946. Mit 2900 Restaurants erzielt die 5 meistbesuchteste Fastfood-Kette in etwa einen Umsatz von 11 Milliarden Dollar pro Jahr. Wie der Name bereits verrät, spezialisiert sich die Kette auf Chicken-Produkte. Okay, ich habe mir gedacht, um das Ganze etwas spannender zu machen, ich werde jetzt bei Chick-fil-A das Meal bestellen, was die meisten bestellen, also das meistbestellteste. Und bei der nächsten Fastfood-Kette, also bei der 4. meistbesuchtesten, dann das, was die wenigsten bestellen. What's the most ordered food here? Und Digga, what the fuck? Einfach nur ein Bun, das Chicken und wieder ein Bun. Der Burger als auch die Pommes haben sehr langweilig ausgesehen. Also waren meine Erwartungen dementsprechend niedrig. Aber ja, seht selbst. Burger war auf jeden Fall, muss ich sagen, anfangs hätte ich gedacht, dass er sehr langweilig ist. Aber dann, nach ein paar Bissen, hat er auf jeden Fall gut reingehauen. Und die Pommes sind auch extrem gut, weil sie nicht so übertrieben fettig und so, ja, industriell sind, sondern eigentlich recht natürlich. Also, nochmal gut gegangen. Jetzt aber weiter zur 4. meistbesuchtesten Fastfood-Kette. Taco Bell verkauft schätzungsweise jährlich 2 Milliarden Tacos in den USA. Und ich bestelle mir jetzt die Sache, die am wenigsten oft bestellt wird. Bekommen haben wir eine Taco-Pizza. Mexican Pizza, mal schauen, was die kann. Kann ich jetzt nicht verstehen, warum das so wenige Leute bestellen. Schmeckt nämlich eigentlich ganz gut. Danach wurde es mal Zeit für eine kleine Essenspause. 10.000 Schritte und eine gefühlte Ewigkeit später sind wir angekommen. Subway. Und hier werde ich jetzt fragen, was der teuerste Sub ist, den man nur bestellen kann. So, the Great Garlic is the most expensive. Okay. Alter, das legendärste hier, wir haben hier einfach Refill. Endlevel. Der Preis hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Okay, jetzt wird's ernst. Kommen wir ins Finale. Ich war schon extrem erstaunt beim erstmeistbesuchtesten Fastfood-Laden, welcher das ist. Zu dem kommen wir gleich. Aber beim zweitmeistbesuchtesten Laden habe ich mir gerade so gedacht, so, hä, warum eigentlich? Ich meine, ich weiß, es gehen viele Leute hin, aber so viele, das wusste ich nicht. Und zwar ist das einfach mal Starbucks. Mit über 42.000 Filialen weltweit und davon 16.000 in den USA erzielt Starbucks in etwa einen jährlichen Umsatz von 20 Milliarden Dollar. Diesmal bestelle ich mir wieder den Snack, der am beliebtesten ist. Okay, empfohlen wurde mir der DS Bacon Sandwich. Ist auf jeden Fall sehr heiß, sie haben es sogar aufgewärmt. Aber ich würde sagen, das ist eher so ein Frühstück. Also das würde ich mir jetzt nicht eigentlich am Abend oder Nachmittag gönnen. Mehr als eine 6 von 10 hat sich dieser Snack nicht verdient. Umso gespannter bin ich jetzt auf die meistbesuchteste Fastfood-Kette in den USA. Und ich hätte einfach mal mit was ganz anderem gerechnet, denn es gibt in meinen Augen 1000-mal geilere Fastfood-Läden als McDonald's. Belegt im Jahr 2022 den 11. Platz der wertvollsten Marke weltweit. Und wie schon fast erwartet, befinden sich die meisten Filialen in den USA. Da ich nicht wirklich oft bei McDonald's esse und somit nicht weiß, was gut ist, hat mein Kameramann entschieden, was ich bestellen muss. Bestell dir so einen Quarter Pounder. Ja, und nimm so 6er Chicken Nuggets auch noch. Sag mir bitte, dass du Ketchup nimmst und nicht irgendeine andere Scheiße. Nimm Creamy Ranch Sauce. So, es wird gefressen. Soße tatsächlich nicht schlecht, Digga. Hätte ich nicht gedacht. 5 unterschiedliche Fastfood-Läden und eines haben sie dennoch alle gemeinsam. Das Essen, was sie anbieten, ist überwiegend ungesund. Du bist, was du isst und dementsprechend behaltet euren Fastfood-Konsum im Auge und vermeidet somit zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Stay safe, bis bald.